Oh. Bist du da? Scheiße, scheiße. Ja, ich bin da. Warte kurz, gib mir eine Sekunde. Da ist die Granate schon geflogen. So, der Rüstungstyp ist Asche. Der auch. 60 Stunden, ja, das ist ein guter Trick. Da hat man dann gefunden, was man so finden kann. Ach, da ist noch einer, scheiße. Geh! Zielfernrohr. Oh, da hast du das Hinterteil erwischt da. Was ist das für ein Geschütz? Jo, aber der explodiert nicht, weil das ist bloß ein Mechaniker. Ist er weg? Checkpoint. Ist gut. Alles gut. Eine Sekunde. So, viel Spaß. Waren sie das? Nee, wir haben rechts sind welche. Da wären wir noch hingekommen. Oh, man kann's ja schon mal. Okay, Agent. Eine Einsatztruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oder sich zu infizieren, ja. Ich will das mal glauben. Danke, Doktor. Also los, Agent. Oh, da haben wir wieder ein paar Gegner. Ich hab's nicht geschützt.
weit. Oh, sehr, sehr viel zu weit. Au. Au. Junge. Geschütze nerven ziemlich, ne? Die aufbauen. Ach, kannst du dir auch selber welche hinstellen? Den steckt mal zurecht. Hier ist Dr. Candle. Probenteam, hören Sie mich? Hier, Patel. Wir hören Sie, Doktor. Oh, Lieutenant. Gut. Hören Sie. Ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender. Von uns. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach... Entschuldigung, Doktor, aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Dr. Candle an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wie kriegen wir das schon? Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Verstanden, Doc. Battle Ende. Ja, versteck dich. Ach, ich so. Ach, ich hab mit dem Typen da geredet. Der ist tot. Der macht nichts mehr. Da kannst du wieder Munition holen, gleich. Da. Oh, Muni geht noch. Ist ja dreifach und bald die Knarre ist ja unendlich Schuss, also. Schießt du mit der Handfeuerwaffe? Nee. Ich sag ja nur, im Zweifelsfall. Hast du da ja unendlich Muni mit. Ah. Jetzt kommt der Endkampf. Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. So eine Arbeit. Ein Agent aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe. Ich komme mal zu dir. Bleib dahinter. Ich blöd, man hat mir jetzt gerade, eine Granate mit dir. Die Taste zu drücken, habe ich gesprungen. Ich komm mal zu dir. Mal schauen, ob ich es schaffe. Hinter dir kommt einer auch die. Treppensteig, geh zurück. Ja, dann war's das wohl jetzt. Treppensteigen funktionieren nochmal. Ja, war der Anfang etwas versaut, ne? Ja, alle guten Dinge sind. Um das mal zu zeigen, so macht man's nicht. Mindestens zwei. Ich hab gerade
fast nichts gemacht. Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Du wirfst gar nichts. Da rennen zwei, mindestens zwei Gelbe rum und Chefchen ist ja schon da. Alter, jetzt ist hinter mir schon wieder einer. Das gibt's doch nicht. So hältst du mir also den Rücken frei. Ich dachte, du bist ganz hin. Ja, überleben. Hinter dir sind welche, ne? Nur so zur Information. Ja. Yeah. Division-Agent getroffen. I anstatt V gedrückt. Wie geht das denn? Ja, jetzt sind schon alle guten Dinge drei. Wir sollten uns mal vielleicht irgendwo zusammen hinstellen. Wäre sinniger. Ach nee, ich hab B anstatt V gedrückt. Toll. Bleibst gleich dort am Eingang. Ihr kennt die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. So, von mir aus können wir hoch, wenn du willst. Schiss ist erstmal weg, das ist neu bei. Ja, aber so ein bisschen Panik, dass von hinten gleich uns Leute kommen. Wie eben die ganze Zeit. Er ist festgesetzt. Ihr wisst, worum es geht. Also los, alle gehen rein. Vielleicht sollte ich auch mal das Scharfschützengewehr ran hier. Ja, ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich muss hier mal ein bisschen. Müsstest Heilung abbekommen. Ejo.
jetzt, Leute! Das war's dann. Na, geht doch. Hätten wir von vornherein hätte ich mal mit hochkommen sollen. Ach, gleich alles mitnehmen. Jetzt kommen keine Feinde mehr. Sind durch. Hier geht's nicht zufällig irgendwo raus. Ich suche gerade den Weg. Agent, falls Sie den Kran steuern können, Tada. Setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Dreimal dran vorbeigerannt. Sicherer Ort, leider neben. Das müsste reichen, Agent. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Ja, wir haben es ja jetzt sicher gemacht. Wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Na dann. Hier oben ist noch irgendwas zum Looten. Ja, so eine Truhe, Kiste, was auch immer. So, jetzt können wir hier auch an diesem tollen Seil wieder runter. So, wo könnten wir hier denn noch hin? Wir haben hier noch einen Kampf. Und noch einen Kampf. Wir machen, glaube ich, mal erst den Kampf und dann den da unten und dann können wir mal zur OP-Basis wieder zurück zu gehen. Die Vergleichsdaten, die Sie vom Bahngelände haben, von den Flüchtlingen, meine ich, bereiten uns einiges Kopfzerbrechen. Ich habe einen Bericht für Sie in die Datenbank hochgeladen. Ich muss auch mal ganz kurz gucken. Aber das ist schon das Ding, was ich da drin habe. Ah, dann lieber mehr Rüstung. X gedrückt halten war kaputt machen, oder? Ach nee, man muss das auswählen. Wenn du das ausgewählt hast, ja. Ansonsten kannst du es mit V auch mehrere Sachen gleich markieren zum Zerlegen. Dass ich hier alles bestätigen muss, immer wieder. Na gut, besser als dass man irgendwas kaputt macht, was dann wichtig wäre. So. Jetzt noch.
Und auf deine Frage hin, wenn du mit dem Auto rennen, drück mal X. Oh, cool. Das ist ja schön. Das habe ich, ist sehr nett. So, dann lass uns mal... Ach nee, da liegt ein Handy irgendwie. Habe ich das übersehen? Zu viel Sonne, ich sehe nicht. Ja. Und diese Zwangsumsiedlungen, diese Dark Zone, was steckt dahinter? Zu dem Thema gab es bereits eine Pressekonferenz. Die Informationen liegen vor. Alles andere ist streng geheim und ich kann nicht... Sie bleiben also dabei, dass es sich um eine Art Entseuchungsprozedur handelt? Es ist eine heikle Situation, die wir pragmatisch behandeln müssen. Wir müssen über den eigenen Tellerrand schauen. Millionen Leben stehen auf dem Spiel. Millionen Leben. Wollte Anja nicht eigentlich heute noch irgendwie vorbeikommen? Ach, die pennt noch. Hey. Ist ja kein Frühaufsteher. Was ist das hier? Wir haben eine Agentenspur entdeckt. Genau, es ist wieder so eine Spur zu einem Agenten. Zu Jeremy Carnival. 88 Meter, aber sagt mir, du weißt wo oder wie. Nur der Pfeil ging nach unten, der ging in die Richtung. Wahrscheinlich irgendwo in dem Kino. Neuer Kampf, Geiselrettung, hä? Ja, da hinten ist noch eine... Hier ist der nächste Punkt für den Agenten. Die Richtung. Ein Seil. Wo bist du? Komm mal her. Ach, da hinten ist wieder ein Stück Agent. Nehmen wir das Stück Agent mit.